Na, mein Junge. Wollen Sie den Motor kaufen? Oh, zeig doch mal her. Der ist ja noch neu. Ja, und blank. Woher hast du ihn denn? Das ist von meinem Vater seine eiserne Lunge. Und was hat dein Vater dazu gesagt? Och, war ja nichts alt. Mutti, ich will aber nicht nach Amerika. Weiter schwimmen. Herr Doktor, kann ich mir in Ihrem Salon auch Schönheitsfehler beseitigen lassen? Tja, tut mir leid, aber Enthauptungen machen wir nicht. Fadi, wie hat dir denn mein Holunderbeerwein geschmeckt? Mutti, darf ich noch etwas mit Onkel Walter schaukeln? Nein, Onkel Walter bleibt so lange hängen, bis die Polizei kommt. Die Frau Willoughby. Bitte was? Die Frau Willoughby sind. Ja. Die hatte doch vor 18 Jahren eine Fehlgeburt. Woher wissen Sie? Die haben das Baby kochendes Wasser gelegt. Ja, aber... Und dann in den Müllschrocker geworfen. Aber... Ja oder nein? Ja. Mama. Wir werden in wenigen Sekunden notwassern und bitten Sie höflichst, sich anzuschnallen und das Rauchen einzustellen. Nach der Notwasserung benutzen Sie bitte die Notausstiege. Bei dieser Gelegenheit verabschieden wir uns von unseren Nichtschwimmern und hoffen, Sie hatten bis hier einen angenehmen Flug. Zimmersucht, sie ist alt für Sie. Zimmersucht, sie ist alt für Sie. Zimmersucht, sie ist alt für Sie. Mutti, ich möchte so gern mit Opa spielen. Der Sarg bleibt zu. Mutti, warum läuft Papi denn immer so zickzack? Ruhe, lad lieber nach. Ja, gnädiges Fräulein, darf ich Ihnen meinen Arm anbieten? Danke, ich habe schon gefrühstückt. Mutti, warum drängelst du mich denn so dicht an den Schacht? Nun bist du tot seit 14 Tagen. Dich zu beerdigen, das hätte ich nie ertragen. Ich habe dich mir aufgespart. Du liegst noch immer aufgebahrt. Ein hübscher Kopfschuss ziert dein liebes Angesicht. Vielleicht war es George oder auch Jim, ich weiß nicht. Doch lässt das meine Liebe nicht erkalten. Ich könnte dich noch jahrelang behalten. Dein Tanz, der ist schon ziemlich bunt. Ein Würmlein lugt auf deinem Mund. Lieblich siehst du heute aus. Die Haut ist auch nicht mehr ganz straff, die schönen Hände auch ganz schlaff. Schade, es ist aus. Es ist unsagbar traurig, dass ich dich verlor. Aus deiner Nase schaut ein Knöchlein keck hervor und ich beginne endlich es zu fassen.
sollte Tote ruhen lassen. Ich hab dich so geliebt. Ja, aber lieber Freund, was soll denn das nun wieder heißen? Lieber sterben als eine Operation. Mit ein bisschen Glück können Sie doch beides haben. Na, wie geht's deinem Opa? Och, der ist doch schon seit 14 Tagen tot. Aber er saß doch gestern noch am Fenster. Na ja, das machen wir doch wegen der Rente. Molly, warum muss ich denn immer auf die Sägespäne gucken? Nur noch einen Augenblick. Das Fallbeil klemmt. Ja, aber nun hör doch mal zu, Jupp. Hör mal zu. Was kommt denn nun eigentlich nach dem Tod?